Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der LEMU Community, herzlich willkommen zu unserer zweiten Health Lecture. Diese ist eine Veranstaltung im Rahmen des Diversity Months 2021 We Care at LEMU. Fokus dieser Aktionsmonate ist Gesundheit, Wohlbefinden. Ja, liebe Mitglieder der LEMU Community, gesunde Schule ist eine Diversity-Dimension an der LEMU. Denn eine ausgeglichene Lebensführung trägt zu einer aufgeschlossenen Haltung und zur Förderung der Diversität bei. Und das ist Motto für Exzellenz und essentiell für ein inklusives Miteinander. Aus diesem Grund haben wir uns bewusst dafür entschieden, dieses Jahr die Diversity-Dimension gesunder Schule im Fokus zu nehmen und zu den Themen Gesundheit, Wellbeing, Self-Care, Work-Life-Balance und Study-Life-Balance zu informieren und sensibilisieren. Motto dieser Diversity-Initiative ist deshalb We Care at LEMU. Mit diesem Motto We Care at LEMU, mit dieser Initiative, möchte die Hochschulleitung der ganzen LMU-Community ihre Wertschätzung zeigen, aber auch Unterstützung anbieten und Impulse setzen. Heute freue ich mich sehr, die zweite unserer Health Lecture offiziell zu eröffnen. Bevor wir anfangen, einige technische Hinweise. Die Sprache der heutigen Veranstaltung ist Deutsch, aber um diese Veranstaltung barrierefrei zu gestalten und für alle zugänglich zu machen, stellen wir im YouTube-Kanal der LEMU eine Aufnahme mit Untertitel sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zur Verfügung. Sehr wichtig für Sie, verehrtes Publikum, Sie können an uns durch die Q&A-Funktion von Zoom Ihre Frage schicken. Ich werde die danach vorlesen. Und jetzt, da wir immer noch in Corona-Zeit leben, muss ich auch betonen, dass wir alle im Studio uns vorher testen lassen haben. Wir halten uns an die Abstandregeln, alle hinter der Kulisse tragen Maske und die Fenster sind geöffnet. Das kann auch passieren, dass sie an Außengeräuschen zu hören wird. Und jetzt sind wir ready to start. Ich freue mich nun sehr, Ihnen unseren Gast, Professor Dr. Christoph Klein, vorstellen zu dürfen. Herr Klein, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, hierher zu sein. Ich bin gerne da. Vielen Dank. So, bevor wir mit Ihrem Vortrag anfangen, würde ich gerne ein paar Worte über Sie sagen. So, Professor Dr. Christoph Klein ist Direktor der Kinderklinik und Kinderpoliklinik des LMU-Klinikums und auch Ordinarius für Kindereilkunde und Jugendmedizin an der Medizinischen Fakultät der LMU. Nach seinem Abitur studierte Christoph Klein Philosophie und Medizin in Ulm, Harvard und München und promoviert an der Universität Pierre-Marie Curie in Paris. Seine pädiatrische Weiterbildung führte er am Dr. von Ornischer Kinderspital der LMU und auch in Freiburg durch. Am Boston Children's Hospital, der Harvard Medical School, absolviert er ein klinisches Fellowship in pädiatrische Hämatologie und Onkologie und lehrte dort im Anschluss als Dozent. Im Jahr 2000 wurde er auf eine Professur der Medizinischen Hochschule Hannover berufen und kam 2011 an die LMU zurück. 2010 erhielt er als erster Kinderarzt den Leibniz-Preis, 2011 den Eva-Louise-Köhler-Preis für seltene Erkrankungen sowie den William-Damischek-Preis der American Society of Hematology. Darüber hinaus setzt sich Christoph Klein seit vielen Jahren für schwerkranke Kinder ein. Und das mit verschiedenen Initiativen, sowohl am Kinderhospital der LMU als auch in der Öffentlichkeit. 2009 gründet er die Care for Rare Foundation, eine Stiftung für Kinder mit seltenen Erkrankungen. Ziel der Stiftung ist, eine bestmögliche medizinische Versorgung für jedes Kind zu sichern, unabhängig von ethnischer Herkunft und der finanziellen Möglichkeit der Familie. Vielleicht, Herr Klein, dann können Sie noch ein paar etwas mehr über diese Stiftung sagen. Aber jetzt freuen wir uns sehr auf Ihren Vortrag. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Biagini, für die freundliche Einleitung.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerne erzähle ich Ihnen heute ein wenig über unsere Arbeit im Haunerschen Kinderspital. Und ich werde einen gewissen Schwerpunkt legen auf das, was uns und mich persönlich am meisten umtreibt, nämlich die Sorge um die Kinder, die wir auch die Waisen der Medizin nennen, nämlich die Kinder und Jugendlichen mit seltenen Erkrankungen. Die Aktion We Care at LMU, ich finde sie großartig, Frau Biagini, was Sie da auf die Beine gestellt haben. Diversity bedeutet ja heute viel, viel mehr, als nur darüber nachzudenken, ob wir Frauen und Männern die gleichen Chancen geben. Diversity bedeutet für mich persönlich auch die Notwendigkeit, Kinder als Teil unserer Gesellschaft in ihrer je eigenen Lebenswirklichkeit ernst zu nehmen. Diversity bedeutet für mich persönlich auch die Vielfalt unserer Patienten, aber auch unseres Personals aus allen Teilen der Welt ernst zu nehmen. Und so möchte ich aber doch diesen kleinen Vortrag durchaus beginnen mit einer vielleicht Vorkämpferin, Dorothea Erxleben aus Quedlinburg im Norden unseres Landes. Sie war die allererste Frau, die Ehre bekam, promovieren zu dürfen, obwohl sie gar nicht offiziell Medizin studiert hat. Aber weil ihre Familie, ihr Vater und ihr Bruder Ärzte waren, hat sie sich alles selbst angeeignet. Und ihr wurde damals in Preußen genehmigt, die Doktorprüfung abzulegen. Es hat noch lange gedauert, es hat noch viel zu lange gedauert, bis Frauen dann offiziell zum Medizinstudium zugelassen worden waren. Heute sind wir zumindest an der LMU im Blick auf die Förderung von Frauen vielleicht gar nicht mehr so schlecht aufgestellt. Sie sehen hier eine Zusammenfassung, die wir neulich mal gemacht haben, dass wir in den Leitungspositionen der Pädiatrie in München etwa 50% Frauen Anteil haben. Wir haben qua Kinderheilkunde und Jugendmedizin immer auch mehr Frauen bei uns als manche andere Fächer in der Medizin. Aber wir sind da gar nicht so ganz schlecht aufgestellt. Und dass sich sowas auch auszahlt für die Leistungsfähigkeit der LMU, sieht man auf der linken Seite. In München haben wir quasi einen großen Anteil aller wissenschaftlichen Publikationen, die aus Deutschland kommen zum Thema Kindermedizin. Also 23% kommen aus München. Wahrscheinlich nur, weil wir schon so früh Frauen gefördert haben. Die Kinderheilkunde ist ein sehr komplexes Fach. Manche denken, es gibt den Facharzt für Chirurgie und den Facharzt für Pathologie und den Facharzt für Kinderheilkunde. Und dann kann der alles, was mit Kindern zu tun hat. Das ist natürlich mitnichten der Fall. In den circa 200 Jahren hat sich die Kindermedizin in einem hohen Maße subspezialisiert. Und heute haben wir im Haunerschen Kinderspital, wie in allen großen Kinderkliniken der Welt, Spezialisten für Erkrankungen des Nervensystems bei Kindern, für Erkrankungen des Immunsystems, für Erkrankungen, die durch bakterielle und virologische Erreger hervorgerufen werden und vieles, vieles andere mehr. Das ist aber auch ein Problem der Kindermedizin, denn wir leben ja in einer Zeit, ich gehe gleich noch ein wenig darauf ein, in der die Medizin auch sehr gezwungen wird zu fragen, ökonomische und Effizienzkriterien zu berücksichtigen. Und dann ist es ganz schwierig, kleine Kinder, die sich einfach nicht durchtakten lassen wollen, die wir, wie ich meine, auch nicht durchtakten sollten im Gesundheitswesen, hier Sorge zu tragen, dass auch alles weit gut weitergeht. Aber die Kindermedizin hat nicht nur Bezüge zu den einzelnen Spezialgebieten der anderen medizinischen Disziplinen. Sie hat auch eine große Fülle von Beziehungen zu den anderen Disziplinen, die wir auch in der LMU hier vertreten haben. Von der Biologie über die Philosophie, die Geschichtswissenschaften, die Theologie, die Psychologie, die Soziologie, natürlich die Erziehungswissenschaften, aber auch die Ökonomie oder die Jurisprudenz. Und dieses schillernde Miteinander möchte ich im Laufe dieses kurzen Vortrages auch hin und wieder aufzeigen. Nun, Entschuldigung. Als August von Hauner als Armenarzt in München tätig wurde,
und sagte, er möchte einfach nicht akzeptieren, auch aufgrund der persönlichen Erfahrung. Er hat viele eigene Kinder verloren. Er hat gesagt, wir müssen was tun. Wir dürfen nicht einfach hinnehmen, dass ein Drittel unserer Kinder, auch in München im 19. Jahrhundert, stirbt, bevor das Kind das fünfte Lebensjahr erreichen kann. Und hier eine Zusammenstellung der Sterblichkeit, die in der Tat sehr hoch war. Und die allermeisten Familien können auch heute noch in der Rückschau ein Zeugnis davon geben. Es war damals selbstverständlich, dass jede Familie den Tod von Kindern zu verkraften und zu beklagen hatte. Das hat sich gründlich geändert, Gott sei Dank. Die Kinderheilkunde und die Jugendmedizin im Konzert mit vielen anderen Disziplinen, natürlich auch mit der Politik, natürlich auch mit der Hygiene und den präventiven Maßnahmen und dem Einführen einer wissenschaftlichen Rationalität ist es gelungen, innerhalb von 200 Jahren die Kindersterblichkeit deutlich und dramatisch zu reduzieren. Heute stirbt rein statistisch, sterben in Deutschland etwa 3,4 von 1.000 Kindern vor dem fünften Lebensjahr. Jedes Kind, was noch sterben muss, Statistiken sind da immer ganz furchtbar, ist eines zu viel in meinen Augen, aber wir haben schon große Erfolge auch errungen. Und es lag vor allem daran, dass wir in der Zeit der europäischen Aufklärung mit ihren Vordenkern, John Locke zum Beispiel, erkannt haben, dass Kinder keine Appendize sind, nicht nur Mitläufer sind oder kleine Erwachsene sind, sondern Kinder sind, wie John Locke schreibt, travelers newly arrived in a strange country of which they know nothing. Also hier entstanden quasi die Erziehungswissenschaften, die Notwendigkeit, Kinder auch in die Gesellschaft einzugliedern unter besonderer Berücksichtigung der Tatsache, dass sie eben keine kleinen Erwachsenen sind. Und das hat Jean-Jacques Rousseau vorgedacht. Auf ihn geht letztlich die Einsicht zurück, dass eben Kinder in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit geachtet werden sollten. Ist diese Überzeugung heute schon bei uns allen angekommen? Ich glaube, wir haben hier auch noch einen gewissen Weg zu gehen. Gerade vor kurzem hat sich ja die deutsche Politik sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, ob denn die Kinderrechte der Vereinten Nationen Eingang finden sollten in unser Grundgesetz und haben es letztlich nicht geschafft. Darüber kann man viel diskutieren. Es gibt auch Gründe dafür, für diese Entscheidung, wie ich denke. Gleichwohl müssen wir schauen, wie auch die Rechte unserer Kinder justiziabel werden. Die Geschichte der Entstehung und der Entwicklung der Kinderrechte letztlich kulminierte in der UN-Kinderrechtskonvention, wurde von Kinderärzten maßgeblich nach vorne getrieben und geprägt. Janusz Korczak, ein polnischer Kinderarzt, der seine ihm zum Schutz anbefohlenen Patienten und auch er war Leiter eines Waisenhauses, nicht alleine lassen wollte, ist den Weg in die Gaskammer mitgegangen in Treblinka. Maria Montessori ist bekannter. Sie ist jemand, die in Italien damals maßgeblich gekämpft hat, dass Kinder mit Behinderungen, die vielleicht nicht so schnell lernen wie andere, nicht ausgesondert werden, sondern dass sie als Teil unserer Gesellschaft ernst genommen werden müssen und hat pädagogische Konzepte entwickelt, die noch heute mustergültig sind und die ja auch in Teilen in unserem deutschen Bildungswesen, auf das ich jetzt nicht näher eingehen kann und möchte, zumindest respektiert werden. Auch das ist Teil von Diversity, nämlich behinderte Menschen, so wie sie sind, zu akzeptieren. Ellen Kay hat es vorgedacht im Jahre 1900 mit ihrem berühmten Buch The Century of the Child. Sie hat vorhergesagt, es wird die Zeit kommen, wo Kinder mehr Rechte haben. Und eine andere Vorreiterin, Eglantine Jebb aus UK, aus dem Vereinigten Königreich, hat angesichts der Erfahrung des Ersten Weltkrieges dafür gekämpft, dass die Vorläuferorganisation der Vereinten Nationen die ersten Verträge in dieser Richtung
abschließen konnten in der berühmten Konvention von Genf. Und dieses Diktum, the only international language in the world is a child's cry, ist auch heute noch eigentlich für jeden sofort und intuitiv verständlich. Nun haben wir heute im Kanon der Kinderrechte, die in der Tat auch den Rang eines Bundesgesetzes haben in unserem Lande, einige ganz wichtige Prinzipien definiert und fixiert, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen kann und möchte. Kinder haben Schutzrechte, Kinder haben Förderrechte, Kinder haben Beteiligungsrechte. Und der Dreh- und Angelpunkt der Kinderrechtskonvention ist Artikel 3, in dem festgelegt wird, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichwohl, ob es die öffentliche Hand ist oder auch private Organisationen, bei all diesen Maßnahmen ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Sie merken schon, vorrangig ist nicht nachrangig, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt nicht immer, dass wir, wenn es darum geht, ein Kind oder einen alten Menschen, wenn man in einer Konfliktsituation steht, sich immer nur für das Kind zu entscheiden. Das ist damit nicht gemeint. Wir können die Würde des Menschen nicht abwägen, egal ob er jung oder alt ist oder behindert oder gesund. Aber wir müssen bei all diesen Maßnahmen bedenken, dass wir auch Kinder unter uns haben, die ja in aller Regel nicht zeigen, was sie denken und was ihre Präferenzen sind. Und da haben wir, und dafür gibt es auch gute Studien, auch in Deutschland so gut wie, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo in Gesetzgebungsprozessen das Wohl des Kindes vor der Entscheidung auch thematisiert wird. Aus der Kürze der Zeit heraus kann ich jetzt auf all diese Kinderrechte nicht im Detail eingehen. Ich möchte aber Ihre Aufmerksamkeit widmen auf das erste Recht unter den Rights of Provision, also die Förderrechte. Hier steht, ein Kind hat das Recht auf ein Höchstmaß an erreichbarer Gesundheit. Und das betrifft uns natürlich in der Kindermedizin tagtäglich in ganz besonderer Art und Weise. Wir haben vor 2-3 Jahren eine Umfrage gemacht, die ergeben hat in ganz Deutschland. Wir haben Tausende von Kinderärzten gefragt, ob sie sich denn bewusst sind, dass die Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention für ihr tagtägliches Tun auf Station in der Ambulanz von Bedeutung ist. Und auch wenn viele Kinderärztinnen und Kinderärzte um die Konvention wussten, das war kein Fremdwort, war es doch vielen nicht klar, dass es eigentlich jeden Tag mit ihrem ärztlichen Tun als Arzt zu tun haben. Und so können wir wohl fragen, arbeiten wir als Kinderärzte im Sinne der Konvention, indem wir fragen, spreche ich denn mit dem Kind oder spreche ich über den Kopf des Kindes hinweg mit seinen Eltern? Das müssen wir auch tun, auch mit den Eltern reden, aber wir dürfen das Kind dabei nicht vergessen. Hat ein Kind im deutschen Gesundheitswesen, wo alles auf Effizienz getrimmt wird, genug Zeit und Unterstützung für einen eigenen Entscheidungsprozess, wenn es darum geht, welche diagnostischen Maßnahmen, welche therapeutischen Maßnahmen indiziert sind? Hat das Kind Gelegenheit, in kindgerechter Art und Weise Fragen stellen zu können? Bin ich als Arzt von einer Offenheit geprägt und von einer Unparteiischkeit in diesen Dialog mit dem Kind? Behandle ich alle Kinder, egal von welcher Provenienz sie sind, ob sie arm sind oder reich sind, alle gleich? Sind wir in der Kindermedizin in der Lage, das Wohl des Kindes immer in Rücksicht zu stellen, auch durch eine breitere Konsultation und andere Dinge? Ganz wichtig, haben wir die Gelegenheit, diese Kompetenz in der Kommunikation mit Kindern zu erlernen, zu erproben und ständig weiterzuentwickeln? Wir bauen ein neues Haunau. Das war mein Ansinnen in diesem Prozess des Baus einer Kinderklinik, Kinder zu beteiligen. Es ist aber in Deutschland einfach nicht vorgesehen von den Regularien. Und es ist ganz schwierig, etwas in Deutschland umzusetzen, was in anderen Ländern wie Australien oder Kanada längst selbstverständlich ist. Dort sitzen Kinder im Board des Krankenhauses. Die treffen keine Entscheidung, ob man jetzt eine Intensivstation erweitert oder etwas anderes macht. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht um den Respekt
vor der Kindheit. Und natürlich haben Kinder auch Ideen, wenn es darum geht, Krankenhäuser, die ja für kranke Kinder gebaut werden und für niemanden sonst, weiterzuentwickeln. Nun, wir sehen in der Kindermedizin, insbesondere im Haunerschen Kinderspital als tertiäres Referenzzentrum, sehr viele Kinder, die haben häufige Erkrankungen. Wir sehen aber auch mehr und mehr, fast schon über 50% unserer Patienten, die leiden an Erkrankungen, die sehr, sehr selten sind. Die meisten von Ihnen, wenn Sie Kinder haben, in der weiteren Familie oder im Freundeskreis, werden damit konfrontiert sein, dass die meisten Kinder in Deutschland gesund aufwachsen können. Und das ist gut und reflektiert auch das, was ich eingangs in den statistischen Zahlen gezeigt habe. Aber es gibt etwa 3-5% von Kindern in Deutschland, die sind nun ganz und gar nicht zufrieden mit ihrem Gesundheitszustand und ihre Eltern und Familien ebenso wenig. Das sind diese Kinder mit schweren, zum Teil lebensbedrohlichen, chronischen, komplexen, seltenen Erkrankungen. Selten ist eine Erkrankung immer dann in Deutschland, Europa, wenn weniger als ein Mensch von 2000 von ihr betroffen sind. Damit sind alle schweren Erkrankungen bei Kindern als selten auch zu sehen. 3-4 Millionen Menschen in Deutschland, in Europa etwa 30-40 Millionen Menschen sind betroffen. Sie leiden an einer von etwa 8000 bekannten seltenen Erkrankungen, die in ihrer Gesamtheit dann wiederum gar nicht so selten sind. Wenn auch an einer seltenen Erkrankung vielleicht nur in Deutschland 10 oder 20 Patienten leiden, gibt es weltweit doch sehr viel mehr. Und in der Gesamtheit gesehen sind es eben dann doch so viele. Und die allermeisten dieser Erkrankungen zeigen sich bereits in der frühen Entwicklung im Kindes- und Jugendalter. Und die allermeisten sind auch bedingt durch kleine genetische Webfehler, die wir heute sehr viel besser als früher auch rasch aufdecken können. Und aus dem Grunde ist es auch so wichtig für diese Kinder, dass wir auch über die Grenzen von München, von Bayern und von Deutschland hinausdenken. Denn nur in einer guten internationalen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit vielen, vielen Kinderkliniken der Welt gelingt es, den Ursachen dieser Erkrankungen auf die Spur zu kommen. Und was noch wichtiger ist, aus dem Wissen um die Ursachen auch ganz konkret heilende Therapien zu entwickeln. Das ist ein Beispiel eines Kindes, Sefkan, den ich traf, als er 6 Jahre alt war. Er war in dieser Zeit bereits seit 3 Jahren ununterbrochen in Kinderkliniken und nicht nur in einer, in insgesamt 11 verschiedenen Kinderkliniken betreut. Keiner wusste weiter. Er hatte eine schwerste Darmentzündung von Geburt an, von den ersten Lebenswochen an. Und die Erkrankung war nicht bekannt und keiner konnte sagen, wie man sie am besten behandelt. Wir wissen zwar, wie man Darmentzündungen behandelt, all diese Dinge hat auch Sefkan nach dem Wissen des Lehrbuches erhalten, aber sie haben keine Wirksamkeit, keine längerfristige Wirksamkeit gezeigt. Und dann kamen die Kinderchirurgen, die auch eine Operation durchgeführt hatten, um diese Entzündung irgendwie auch in den Griff zu bekommen. Und ich lernte Sefkan kennen und habe gesagt, wir wissen eigentlich nicht so richtig, was wir jetzt tun sollen. Wir haben alles gemacht, was in den Lehrbüchern steht. Und der einzige Weg, vielleicht doch jetzt einen Schritt weiterzukommen, besteht darin, dass wir mit dir, Sefkan, und deiner Familie gemeinsam ein Forschungsprojekt machen. Wir haben uns mit Sefkan und seiner Familie daran gesetzt, die Ursachen in einem Webfehler im Genom, in den Genen, aufzuspüren. Und haben nach 3,5 Jahren auch einen solchen gefunden. Es geht hier um eine Antenne, die sich auf den immunologischen Zellen findet und die den Immunzellen sagt, sie sollen den Entzündungsprozess auch wieder runterfahren. Und weil diese Antenne kaputt war bei Sefkan, hat das Immunsystem nicht gelernt, diese Entzündung auch wieder herunter zu regulieren. Und für uns war ganz wichtig zu erkennen, dass es gar nicht die Darmzellen waren, sondern es waren die Immunzellen, die hier betroffen waren. Und mit diesem Wissen konnten wir für Sefkan eine ganz neue Therapie entwickeln. Hier wird nur noch mal kurz dargestellt, dass diese Antenne auf der Oberfläche der Zelle nicht funktioniert. Und die Immunzellen können wir austauschen, indem wir das Immunsystem komplett austauschen.
durch diese erhöhte Entzündungsreaktion auf ganz normale Darmbakterien, die uns sonst nicht schaden, hat Sefkan und viele andere Kinder auf der Welt, die wir kennen, mit dieser Erkrankung völlig überreagiert. Und nach der Behandlung durch eine Stammzelltransplantation, wie wir es ja aus vielen anderen Kontexten kennen, konnten wir Sefkan komplett von seiner Erkrankung heilen. Was niemals möglich gewesen wäre, wenn wir nicht zuvor mit ihm und seiner Familie geforscht hätten. Ein anderes Beispiel, ein Kind, Chiara aus München, hat kurz nach der Geburt eine unglaubliche Entzündungsreaktion hier hinter dem Ohr entwickelt, wo die Saugglocke angesetzt werden musste, um den Geburtsvorgang zu ermöglichen. Und man denkt erst an alle möglichen Infektionen, an Bakterien, man denkt an Pilzinfektionen. Dieses Kind, das Neugeborene, die kleine Chiara, hat alle Antibiotika der Welt bekommen, bis wir dann auch gefragt wurden und innerhalb von wenigen Tagen hier auch eine völlig neue molekulare Ursache, nämlich einen kleinen Webfehler, finden konnten, der dieses Krankheitsbild erklärt hat. Wir konnten alle Antibiotika absetzen, wir konnten Cortison ansetzen und innerhalb von wenigen Wochen war Chiara gesund. Und das sind Beispiele von Kindern, die uns einfach zeigen, wie wichtig es ist, den Ursachen von Erkrankungen auf den Grund zu gehen. Denn daraus resultieren neue Therapien, die man zuvor nicht im Blick hatte. Die konventionelle Medizin, so lernen wir es und so lehren wir es auch nach dem Lehrbuch und so prüfen wir es im Examen. Wir lernen Krankheiten, wir lernen die Therapien, die nach Leitlinien angewandt werden. Und natürlich haben bei den meisten Patienten diese Therapien auch einen Effekt, sonst wären sie nicht zugelassen worden. Aber viele dieser Medikamente haben Nebenwirkungen, die häufig schwer vorherzusehen sind. Und mitunter haben sie auch keine Wirkung. Wie viel besser wäre es, wenn es gelänge, für jeden Patienten die maßgeschneiderte Therapie anzubieten, wo wir dann die Medizin, die wir verschreiben, bei jenen Menschen anwenden, wo wir erwarten können, dass sie einen Effekt haben und damit weniger Nebenwirkungen oder gar Abwesenheit von Infekten nicht mehr in Kauf nehmen müssen. Das kann aber nur geschehen, wenn wir mehr forschen, wenn wir diese Erkrankungen besser verstehen und wenn wir, wie wir es regelmäßig tun, natürlich auch an der LMU mit unseren Kolleginnen und Kollegen am Genzentrum, in der Biologie, in der Physik, in den Veterinärdisziplinen auch kooperieren. So haben wir im Laufe der Jahre viele, viele, viele Gendefekte aufgeklärt und damit zum Teil Kindern völlig neue Therapien ermöglicht, aber auf jeden Fall neue Erkenntnis gewonnen über Gene, über Signalwege, über Proteine, über Eiweißstoffe, die für die Entwicklung und die Funktion vor allem des Blutes und des Immunsystems von zentraler Bedeutung sind. Das ist ein schönes Bild von Josephine, einem kleinen Mädchen mit einer auch sehr seltenen Erkrankung, die natürlich wie alle Kinder Freude haben möchte, die tollen möchte, in der Natur spielen möchte. Und sie möchte auch gerne eine Aussicht darauf haben, eine Hoffnung haben, dass sie eines Tages geheilt werden kann. Und das können wir auch im Interesse und im Sinne der Kinderrechtskonvention nur dann erwirken, wenn wir auch in Deutschland ein wenig umdenken. Viele Menschen und viele Persönlichkeiten, mit denen ich sprechen darf, verweisen sehr oft auf die Verantwortung des Staates. Wenn es darum geht, eine Kinderklinik zu bauen, zu unterhalten, die Ärzte zu bezahlen, heißt es immer, da ist der Staat in Verantwortung. Das ist auch richtig. Aber auch in der Kinderrechtskonvention steht schon klar drin, dass diese Idee des eines Höchstmaßes an erreichbarer Gesundheit nicht erreicht werden kann, wenn man sich darauf verlässt, dass die staatlichen Ressourcen sich hier kümmern. Staaten sind in Verantwortung. Und wir müssen auch den Staat, unsere Politiker, unsere Parlamente immer wieder daran erinnern, dass sie kranke Kinder nicht vergessen dürfen. Aber wir dürfen und müssen anerkennen, dass wir alle Verantwortung tragen. Wir haben ein auf die Prinzipien der Subsidiarität aufgebautes Sozialsystem in Deutschland. Und von daher wird es immer wichtiger werden,
auch Nichtregierungsorganisationen, die Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger, auch Stiftungen, auch den privaten Sektor, daran zu erinnern, dass wir alle Verantwortung tragen, wenn es um die Zukunft unserer Kinder geht. Und in dieser Karikatur wird ein wenig deutlich, wie sich viele Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, die eine Kinderklinik zu leiten haben, fühlen. Es steht nach außen ein wunderbares Bild im Raum, aber im Hintergrund ist die Baustelle, an der wir mitarbeiten müssen, alle miteinander, die ist schon da. Und ich denke mir immer, wir müssen dafür Sorge tragen, dass auch eine Kinderklinik wie das Haunische Kinderspital ein wenig zum Stolz der Stadt wird. Hier werden kranke Kinder behandelt. In den USA, in Kanada, in Australien, im Vereinigten Königreich sind die Menschen stolz darauf, dass sie eine Kinderklinik haben. Diese Art von Solidarität mit kranken Kindern wünsche ich mir auch mehr in München. Und ein wenig, um dieses Bewusstsein zu schärfen und um wirklich zu helfen, haben wir vor Jahren eine Stiftung, eine gemeinnützige und rechtsfähige Stiftung ins Leben gerufen, die Care for Rare Foundation. Das passt ja zum Thema We Care heute, wenn auch der Kontext ein anderer ist, die in vielfältigen Förderlinien versucht, hier einen Unterschied zu machen für kranke Kinder. Die Stiftung hilft uns, das, was längst nicht mehr profitabel ist im Krankenhauswesen, ein wenig abzumildern. Sie hilft uns, Menschen, junge Ärztinnen und Ärzte auszubilden in diesen Subspezialitäten, für die sonst keiner die Ausbildungskosten übernimmt. Die Stiftung hilft uns, ein weltweites Netz von Kinderkliniken aufrechtzuerhalten, damit wir Kollegen in Kolumbien, in Israel, im Iran und in anderen Ländern helfen, damit wir gemeinsam daran arbeiten, an der Kindergesundheit von morgen. Die Stiftung hilft uns ganz konkret für diejenigen Kinder, bei denen die Sozialversicherungen versagen, aus welchen Gründen auch immer, einzuspringen und auch Behandlungskosten zu decken. Heute Morgen, es passt heute zum Tag, habe ich einen Patienten bei der Visite kennengelernt, der kam am Wochenende mit seiner Mama aus Albanien, über die grüne Grenze. Die Mutter hatte nichts außer ihrem Kind und sagt mir, die Ärzte in Albanien, im Kosovo und in Serbien haben mir gesagt, dein Kind wird sterben, wir können nichts tun. Sie kommt zu mir und legt es mir auf den Tisch, ja, quasi. Und es ist eine Ironie des Schicksals, dass dieses Kind die Erkrankung hatte, von der ich vorhin erzählt habe, die auch Sefkan hatte, die Erkrankung, die wir vor einer Dekade erstmals identifiziert haben, genau denselben Gendefekt hat dieses Kind. Und für dieses Kind müssen wir jetzt auch Spenden sammeln, damit wir ihm eine heilende Therapie ermöglichen können. Wenn die Kinder einmal die Schwelle des Haunerschen Kinderspitals überschritten haben, dann können wir aus ethischen Gründen, auch wenn kein Geld da ist, die Kinder nicht wegschicken. Wir müssen all das tun, was wir auch für ein deutsches Kind tun würden. Wir freuen uns natürlich auch um Unterstützung, zum Teil von auch prominenten Gästen, auch hier die Familie von Bayern, die uns seit Jahren sehr großzügig auch im Haunerschen Kinderspital unterstützt, auch Vertreter des Freistaats Bayern, denen ich an dieser Gelegenheit dann auch herzlich Danke sagen möchte, oder auch die Königin von Schweden. Awareness-Kampagnen sind wichtig, um den Menschen überhaupt mal nahezubringen, wo hier das Problem ist. Wir erhoffen uns für die nächsten Jahre auch neue Energie durch ein Projekt, was die Bundeskanzlerin vor einigen Jahren angekündigt hat, welches langsam Gestalt annimmt, nämlich die Schaffung eines deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit, wo wir in München teilhaben werden und wo wir in einer, wir haben einen kleinen Garten in unserer Vision, um dazu beizutragen, in der Klinik, in der Forschung, aber auch in vielen angrenzenden Gebieten hier für kranke Kinder etwas zu tun. Und am Schluss möchte ich ganz kurz, das ist meine letzte Folie, erinnern an Pablo Picasso. Pablo Picasso hat einmal gesagt, er musste als weltberühmter Künstler in den 50ern wieder erlernen, wie Kinder denken, wie Kinder malen. Und hier ist seine Tochter Maya porträtiert. Da gibt es viele Bilder zu Maya von Pablo Picasso. Und ich glaube, er erinnert uns daran, dass wir nie nachlassen dürfen, in diesem Bestreben,
die Lebenswirklichkeit der Kinder als solche zu akzeptieren und vor allem auch zu respektieren. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier im Reich in München, auch im Konzert der LMU, dieses Bewusstsein noch mehr in den Vordergrund stellen würden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Klein. Vielen Dank für diese wunderschöne Vortrag, das auch so divers und uns wieder an dieses Thema Kinder ein bisschen näher gemacht hat, wissenschaftlich und persönlich. Das fand ich wirklich toll. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Das Publikum hat schon auch viele Fragen gestellt, aber bevor wir uns an diese Frage zuwenden, würden wir gerne Sie ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen würde ich gerne mit meiner Frage starten. Und zwar, so, Sie haben jetzt ein bisschen Ihre Forschung und Ihre Ergebnisse auch vorgestellt, aber warum haben Sie sich für das Studium der Medizin, wir wissen, Sie haben auch sogar Philosophie studiert, am Ende entschieden, und warum dann Kinder? Ja, also wenn ich so ein wenig zurückdenke, ich als Jugendlicher habe ich mir überlegt, ob ich Konzertorganist werden sollte oder Arzt. Und irgendwann dachte ich mir, mit der Musik, das ist schön, aber inspiriert euch durch die Erfahrungen der Kindheit, auch mit vielen Menschen, die in Afrika Missionshilfe und Entwicklungshilfe betrieben haben, dachte ich mir, ich werde Arzt, da kann ich mehr für die Menschheit tun. Und ich wollte eigentlich auf den Spuren Albert Schweitzers, der ja auch Organist war, dann in Afrika irgendwie Chirurg werden. Und dann kam es irgendwann im Studium zum Punkt, wo man an eine Doktorarbeit denkt. Und ich habe eine Doktorarbeit begonnen in der Chirurgie, aber festgestellt, das war einfach nicht so mein Weg. Und habe dann die Immunologie kennen und schätzen gelernt, durfte in Amerika sein. Und da waren ganz tolle Kinderonkologen. Mhm. Und da habe ich gesagt, das machst du auch. Auch eine internationale Geschichte dazu. So, wie schaffen Sie Forschung? Wir haben gesehen, welche Ergebnisse Sie erreichen können, und auch intensive klinische Tätigkeit zu kombinieren. Am meisten mit Kindern, die eigentlich, wie Sie gesagt haben, die können nicht durchgedacht werden. Ja. Ja. Ja, das ist genau dieser Spagat, in dem wir jeden Tag stehen. Und also ich muss sagen, ich habe natürlich ein tolles Team im Haunhauschen Kinderspital. Die Oberärzte, die Assistenzärzte, die Abteilungsleiter, aber auch die Schwestern und die psychosozialen Mitarbeiterinnen. Und ohne die ging das überhaupt nicht. Mhm. Und also da ist meine Aufgabe schon auch die, natürlich immer zu schauen, dass hier der Fokus auf das kranke Kind im Zentrum bleibt, auch immer wieder stimulieren, dass die Menschen Fragen stellen und die nicht zufrieden geben. Mhm. Also ich bin da mittlerweile auch in mancher Hinsicht dann weniger an der Bench im Labor und auch viel zu wenig am Krankenbett, was mir auch was mir nicht gefällt. Aber durch die administrativen Verpflichtungen, die ja auch dazu kommen, ja auch in der LMU und in der Fakultät und so weiter. Also da, kenne ich sehr gut. Da ist man oftmals irgendwo, da hat der Tag auch nur 24 Stunden. Aber ohne diese Beziehung zu den Kindern, zu den Ärzten, zu den Wissenschaftlern, könnte ich mir mein Leben auch nicht vorstellen. Das glaube ich Ihnen sofort, ja. Und Sie haben jetzt auch gezeigt, wie international sind Ihre Patienten, wie divers ist Ihre Klinik. So, wie kann Ihrer Meinung nach der Vielfalt im medizinischen oder klinischen Bereich gefördert werden? Ja, also ich habe da kein Patentrezept, aber ich glaube, es liegt vor allem in unseren Köpfen, in unserer Haltung zu diesem Thema. Und wir müssen uns von Vorurteilen lösen. Wir müssen also nicht nur im Blick auf die Kinder, auch im Blick auf die internationale Vielfalt und was es sonst noch alles gibt an Vielfalt im System. Ich glaube, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Würde des Menschen, die Würde des Mitarbeiters, der Respekt vor der Würde des Menschen im Zentrum all dieses Tuns steht. Und dann ist es egal. Ja, dann sind alle Menschen gleich und dann müssen wir auch nicht diskriminieren. Und das ist eine Frage der inneren Haltung in meinen Augen. Am Ende ist Respekt die Schlüssel für alles. Und als Mediziner, als Arzt, als Forscher,
Was war Ihr größter Erfolg? Ich darf mich glücklich schätzen, dass ich, dass vieles so in vieles gut funktioniert hat immer. Vielleicht ist der größte, also die größte Freude, wenn man das mal umdeutet, vielleicht ist die größte Freude oder vielleicht auch der Stolz, der, dass es immer wieder gelungen ist, Kinder, die längst verloren und aufgegeben waren, wie auch dieses Kind, von dem ich vorhin erzählte, aktuell, oder Kinder aus, ich habe vor Augen, Kinder aus Malaysia, Kinder aus selbst Australien oder USA, dass es gelungen ist, im Team, mit unserem interdisziplinären medizinischen Team und den Wissenschaftlern gemeinsam Chancen zu öffnen, Hoffnung zu nähren und immer wieder auch diesen Kindern etwas vom Leben zu schenken. Und das ist, glaube ich, das ist ja, ein ganz gutes Gefühl. Ja, und was ist besser als ein Kinderlachen? Ja. Ja. So, ich glaube, wir sollen jetzt langsam auch die Frage von unserem Publikum anschauen. Ja. Und ich werde jetzt anfangen, die vorzulesen. So, die erste Frage lautet, welche Faktoren umfasst Ihrer Meinung nach gute, umfassend kindergerechte klinische Betreuung? Aha. Was unterscheidet sich auch mit der Betreuung von anderen erwachsenen Patienten? Also, da gibt es ganz viele Faktoren, die, wenn wir ehrlich sind, im deutschen Gesundheitswesen gar nicht so leicht zu sicherzustellen sind. Also das beginnt zum Beispiel damit, wenn ein Kind in die Klinik kommt. Dann steht es erstmal vor einem hohen Tresen und die Eltern müssen unterschreiben, damit auch die Krankenkasse bezahlt. Das ist das Wichtigste. Auf das Kind schaut keiner. In Amerika, ich kenne viele Kinderkliniken, wo die Kinder auf einem kleinen Podest stehen und drüber schauen können und man spricht erstmal mit dem Kind. Ein Punkt. Der zweite Punkt, wir müssen Kindergesundheit immer ganzheitlich denken. Auch wenn wir Erfolge feiern dürfen, wenn wir molekulare Forschung machen, biologische Forschung machen, wir dürfen die Frage von Gesundheit und Krankheit niemals reduzieren auf die Aspekte der Biologie. Wir müssen immer das Soziale, die psychische Dimension von Gesundheit und Krankheit mitdenken. Das geht aber nur, wenn wir dafür auch Personal im Krankenhaus haben. Im Haunerschen wird es fast komplett über Spendengelder finanziert, weil das deutsche Gesundheitswesen dafür nur für krebskranke Kinder und für Kinder, die zu früh auf die Welt kommen, Ressourcen bereitstellt. Für mich ist es eigentlich ein Skandal. Wir müssen Sorge tragen, dass Kinder, dass die Privatsphäre von Kindern in der Klinik gewahrt wird. Wir müssen Sorge tragen, dass wir kindgerecht mit Kindern sprechen können. Also da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, wo wir allesamt in Deutschland, also wo ich noch lange nicht zufrieden bin. Ja. Auch ein schwieriges Thema. Viel erfordert sicher viel Engagement und auch viel mehr Einsatz als der heutige, jetzt wir zu sehen haben. Und jetzt an den anderen Zuschauer fragte, was glauben Sie, muss noch getan werden, damit in der Bevölkerung mehr Bewusstsein für die Kinderperspektive und die damit einhergehende Rechte von Kindern geschaffen wird? Also auch das ist eine Frage der Haltung. Und ich glaube, dass sich viel mehr Menschen im Lande einfach fragen müssen, wie stehe ich denn zu Kindern? Und ich glaube, dass jeder auch aufgerufen ist, diese Haltung immer kritisch zu überdenken und vielleicht auch anzupassen. Ich sprach ja davon, dass die wenigsten Gesetzgebungsprozesse in unseren Parlamenten, ich spreche hier vom Bundesparlament und Länderparlamenten, berücksichtigen die Belange, wie sie es eigentlich nach der Kinderrechtskonvention tun sollten. Da müsste man auch im Parlament immer wieder mal ein Schild hochhalten, ja, um dieses Bewusstsein zu schärfen. Eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz wäre eine Möglichkeit gewesen. Das hätte einen appellativen Charakter gehabt. Ist ja auch gescheitert. Kann man sich fragen, warum? Und ich glaube, dass, so wie es die Kinderrechtskonvention vorgibt, alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben, das sind ja nicht nur Kinderärzte, das sind auch Allgemeinmediziner, das sind ja auch Erwachsenenmediziner, die immer wieder mal in die Verlegenheit kommen, mit einem Kind zu arbeiten, die Schulen. Ich glaube, wir müssen hier viel, viel mehr Awareness schaffen. Und insofern ist ja die Veranstaltung We Care at LMU wunderbar geeignet, um auch hier einen Schritt voranzukommen. Ja.
Eine Idee von einem Zuschauer, die übrigens sich herzlich bedankt bei Ihnen für Ihre wertvolle Arbeit. Er fragt, oder sie fragt, können Krankenkassen nicht mit einem jährlichen Pflichtbeitrag zur Finanzierung von Behandlungskosten, wie am Beispiel des Kindes Albanien, staatlich verpflichtet werden? So eine, ja. Eine neue Idee. Das ist eine wunderbare Idee, die aber in der, wenn es darum geht, etwas so im deutschen Gesundheitswesen zu verankern, auf dieselben Schwierigkeiten stoßen wird, wie unser Bemühen, zum Beispiel für die Kinder oder auch Erwachsene mit seltenen Erkrankungen eine Finanzierungssicherheit zu geben. Ich war über 5 Jahre beteiligt bei dem Prozess im Bundesgesundheitsministerium, einen nationalen Aktionsplan für Menschen mit seltenen Erkrankungen zu erarbeiten. Wir haben 100.000 Ideen gehabt, viele, viele gute Ideen. Und am Schluss des Tages scheitert es alles daran, dass die Krankenkassen sagen, ja, ja, das ist ja schön und gut, aber wir haben Wichtigeres zu tun. Das ist ein ganz schwieriger Prozess in unserem komplexen Gesundheitswesen, was durchaus viele gute Seiten hat. Wir müssen da auch ehrlich sein. Es ist nicht so, dass alles schlecht wäre in unserem Gesundheitswesen. Aber wenn es um die Kinder geht, um die wir hier heute gesprochen haben, mit seltenen Erkrankungen, da müssen wir noch viel, viel besser werden. In den USA oder auch in anderen Ländern gibt es so Fonds in den Krankenhäusern für dieses Problem. Wir haben sogar auch einen kleinen Fonds. Der kommt übrigens aus dem 19. Jahrhundert auch, wird fortgeschrieben. Und es gibt uns auch also die Möglichkeit, immer wieder mal so punktuell was zu tun. Aber ich glaube, wir müssen das einfach viel offensiver, auch mit den Kindern und ihren Eltern. Wir dürfen das nicht ohne die Kinder und ihre Eltern machen. Wir müssen die Kinder sprechen lassen. Vom Publikum kommt auch diese Frage. Sie hatten auch den Vortrag von Frau Professor Meierle in der vergangenen Woche verfolgt. Und da aus dem Vortrag konnte man entnehmen, dass in der Forschung große Datenlücke zwischen dem biologischen Geschlecht, also zwischen Mann und Frau, gibt. Wie sieht es mit den Daten von Kindern aus? Und gerade auch bei seltenen Erkrankungen sozusagen, gibt es ein Bewusstsein in der Forschung für die Kinderperspektive, wie Sie schon ein bisschen auch angedeutet haben? Also es ist ganz wichtig, dass wir auch biologisch gesehen nicht nur Unterschiede zwischen Mann und Frau messen können. Wir messen noch viel größere Unterschiede, wenn wir kleine Kinder untersuchen. Und dann ist es noch mal zu bedenken, dass die Biologie der Organismus als solcher nach der Geburt völlig anders ist als im 2. oder 3. Lebensjahr. Und der wieder völlig anders ist als im 8. Lebensjahr. Das heißt, wir haben ganz viele dieser Besonderheiten in Rücksicht zu stellen. Das tun wir auch. Und wir werden auch nicht müde zu sagen, wir brauchen mehr Forschung für Kinder. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass es sehr wenige Therapieentwicklungen für Kinder gibt. Das liegt daran, dass es wenig Märkte gibt und man damit wenig Geld verdient. In der Logik der pharmazeutischen Industrie ist es auch völlig nachvollziehbar. Aber wir verabreichen heute noch etwa 80% aller Medikamente auf unseren Intensivstationen, die nicht zugelassen sind für Kinder. Ja. Ja. Jetzt eine Zuschauer fragt, ich würde das vorlesen, weil wieder diese Zuschauer bedankt sich bei Ihnen. Herr Professor Klein, Ihr interdisziplinärer Ansatz ist wirklich sehr spannend. Und dann immer mehr liest man auch in den Medien über Long-Covid. Jetzt ein aktuelles Thema. Es gibt aber nur wenige Beiträge, die sich auf Long-Covid bei Kindern spezialisieren. Hat man da die kindergerechte Behandlung auf dem Schirm? Und wie unterscheidet sich die Symptomatik von dem Erwachsenenverlauf? Ja, das ist eine Frage, die uns alle auch hier und heute sehr stark beschäftigt. Wir haben im Hauenerschen Kinderspital gemeinsam mit der TU eine Spezialambulanz für Kinder mit Long-Covid auch eingerichtet. Auch auf Basis der Untersuchungen, die wir im Laufe des letzten Jahres gemacht haben, bayernweit, im Blick auf die Infektiosität von SARS-CoV-2 in Schulen und Kindergärten in Bayern. Wir müssen ehrlich sein, wir haben noch kein gutes Verständnis über den Schweregrad und die Häufigkeit von Long-Covid.
Wir wissen mittlerweile schon ganz gut, wie eine akute Infektion mit SARS-CoV-2 bei Kindern sich zeigt. Gott sei Dank sind Kinder hier viel weniger gefährdet als erwachsene Menschen. Das hat sich ja auch rumgesprochen mittlerweile. Aber wir gehen schon davon aus, dass es einen gewissen Prozentsatz gibt von Kindern, die unter Umständen auch nach einer asymptomatischen Infektion mit SARS-CoV-2 trotzdem längerfristig Probleme haben. Hier wäre es viel zu früh und unredlich, wenn ich irgendwas sagen würde, weil da die Datenlage noch sehr, sehr dünn ist. Okay. Und jetzt eine neue Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie beschreiben Sie den Fortschritt der kindergerechten Behandlung in Deutschland in den letzten 10 Jahren? Und woran kann man diesen Fortschritt festmachen? Also solange wir in Deutschland bei der Planung von Kinderkliniken Kinder nicht fragen, kann ich da leider keine guten Noten ausstellen. Gleichwohl haben wir im Blick auf den großen Bereich der Schutzrechte für Kinder auch in Deutschland durchaus Fortschritte, freuen wir uns, dass es Fortschritte gibt. Dieses Thema von Übergriffigkeit, von Misshandlung von Kindern, das sind ganz grausame Dinge, die wir auch zum Teil sehen, ist viel mehr im Bewusstsein der Menschen, mittlerweile als noch vor 20 Jahren. Das liegt auch daran, dass es Anlaufstellen gibt, dass es da eine Förderung gab, um diese Art von Kinderschutz das umzusetzen in unserem Gesundheitswesen. Und auch unsere Umfrage hat es gezeigt, dass es eigentlich keinen Kinderarzt in Deutschland gab, der nicht wusste um die Notwendigkeit und die Besonderheiten dieser Kinderschutzthematik. Aber da geht es eigentlich nur, da geht es um Kinder zu schützen vor Übergriffen, auch vor sexualisierter Gewalt. Es ist eigentlich ein Skandal, dass sowas überhaupt passiert, aber das ist ein anderes Thema. Also im Bereich Schutzrechte sind wir besser geworden. Im Bereich Förderrechte haben wir noch einen Weg zu gehen. Und im Bereich Beteiligungsrechte haben wir noch einen weiteren Weg zu gehen. Okay. Was für Kompetenzen bei Beschäftigten im Gesundheitswesen, also Medizinerinnen, aber auch Pflegefachpersonal, sind aus Ihrer Sicht erforderlich, um die Sorge um das Kind zu erhöhen? Und welche Rolle zum Beispiel spielen die Eltern in diesem ganzen Prozess? Also die Eltern spielen einen ganz wichtigen Prozess. Und bei allem Argumentieren für die Kinderrechte dürfen wir nicht vergessen, dass in erster Linie natürlich die Eltern Verantwortung tragen für ihre Kinder. Ja? Und da werden manchmal auch ideologische Kämpfe ausgefochten, auf die ich mich gar nicht einlassen möchte. Es geht in der Kindermedizin immer darum, diese sozialen Komponenten, und das sind in erster Linie die Eltern, die Familie, die Kernfamilie, aber auch die weitere Familie, mit einzubeziehen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt, man kann nicht gegen die Eltern eine Medizin für Kinder machen. Das wäre auch völlig falsch. Ja, absolut. So, jetzt gibt es auch so Frage über Ihre Stiftung. In wie viele Länder weltweit agiert die Care for Air Foundation und ob man sich auch als Privatperson an diese Arbeit der Organisation beteiligen kann? Ja, also ich freue mich sehr, dass Care for Air so eine weite Verbreitung auch gefunden hat. Wir haben natürlich als kleine Stiftung können wir nicht konkurrieren, wollen wir auch nicht mit der Gates Foundation oder der Weltgesundheitsorganisation oder so. Aber trotzdem, die Kontakte, die ich auch erwähnt habe, sind die Länder, in all diesen Ländern, die markiert waren, haben wir Kolleginnen und Kollegen in der Regel an großen Referenzzentren der Pädiatrie, die uns anrufen, mit denen wir dann gemeinsam mit der Hilfe der Stiftung auch Diagnosemöglichkeiten ermöglichen, die sonst für diese Kinder nicht zugänglich wären. Und das ist an sich schon ein toller Erfolg. Damit werden wir auch den Weltfrieden nicht herbeizaubern können. Aber es ist zumindest, es ist einfach schön zu sehen, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Care for Air Alliance, die auch immer wieder mal, nicht alle gemeinsam, aber immer wieder mal nach München eingeladen werden,
Wenn Sie da Kollegen haben aus Tel Aviv und aus Isfahan im Iran und man sitzt abends beim Abendessen, dann ist es alles kein Problem. Ja? Und ich glaube, das sind so ganz kleine Akzente, die wir dann auch setzen können, die über die Sorge um das kranke Kind hinausgehen. Ja. Sie haben auch uns so einige Geschichten, sehr rührende Geschichte erzählt. Auf welchem Weg kommen Familien mit Kindern mit seltener Krankheit zu Ihnen? Ja, das ist ganz verschieden. Wir haben natürlich eine gewisse Kompetenz, von der man auch weiß, in Fachkreisen für bestimmte Erkrankungen, auch nicht für alle. Also wir sind auch nicht die Experten für alle 8000 seltenen Erkrankungen. Das muss man auch sagen. Da wären wir auch völlig überfordert. Aber für bestimmte Erkrankungen können wir schon irgendwie auch mit uns helfen. Menschen kommen zu uns entweder, weil ihre Kinderärzte sie überweisen oder weil auf Fachkongressen darüber gesprochen wird, zum Teil auch übers Internet. Das sind ganz verschiedene Wege. Im Übrigen möchte ich noch auf die Frage von vorhin noch ganz kurz eingehen, weil man ja fragte, kann man sich beteiligen? Ja, jeder kann mitmachen, zum Beispiel indem er oder sie überlegt, wie halte ich es denn mit Kindern? Oder auch für denjenigen, der 1 Euro oder 10 Euro oder auch mehr übrig hat, besteht natürlich die Möglichkeit, auch eine Spende zu tätigen und die dann ja auch von der Steuer abzusetzen. Da hilft uns dann auch der Staat wiederum, gemeinnützig auch tätig zu sein. So, wie viel kostet durchschnittlich eine Therapie für eine seltene Erkrankung? Das kann man gar nicht durchschnittlich sagen. Wir können zum Teil Kindern helfen mit einem Betrag von 1.000 Euro. Mitunter brauchen wir aber auch 100.000 Euro. Weil auch natürlich, vor allem wenn die Kinder nach München kommen, darf ich auch kein Kind im Haunerschen behandeln, wo die Kosten nicht gedeckt sind. Sonst kriege ich Stress mit der Verwaltung. Ja, da gibt es ja auch Gründe für. Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Also das sind immer so die Fragen, wie man die Dinge, ja, also wie man es dann möglich macht. Ja. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass Artificial Intelligence oder Big Data oder Analytics, Robotics in Ihrem Gebiet einen Beitrag leisten können? Absolut, ganz wichtig. Wenn wir die Gene lesen auf der Suche nach Webfehlern, dann sind das Big Data. Das ist jedes Mal eine Festplatte eines Computers voller Daten, die Gensequenz von 3,2 Milliarden Basenpaaren. Das stellen wir in Beziehung zu Daten aus den klinischen Befunden, aus der Bildgebung, aus den Laborbefunden. Und das geht nur noch mit Hilfe von Big Data Processing. Aber wir haben ja die LMU, und da bin ich auch sehr dankbar. Viele Freunde und Kollegen in der Informatik, in der Mathematik, aber auch jenseits der ISA. Wir arbeiten ja eng zusammen mit der TU in vielen Aspekten, aber auch im Helmholtz-Zentrum München, Max-Planck-Institut für Biochemie und anderes. Da arbeiten wir wirklich in guter Weise gemeinsam, nur durch diese interdisziplinäre Gemeinsamkeit kommen wir in der Tat einen Schritt weiter. Ohne Big Data geht gar nichts mehr. Ja. Und jetzt zum Schluss eine letzte Frage. Wie sieht das mit dem Nachwuchs in der Kindermedizin aus? Haben Sie viele Interessenten oder lohnt sich nicht, diese Disziplin zu studieren und dann zu praktizieren? Naja, also es gibt ja viele Richtungen in der Medizin. Und ich sage eigentlich den Bewerbern bei uns immer, wenn ihr Geld verdienen wollt und reich werden wollt, dann macht ihr besser was anderes und nicht Kindermedizin. Wenn ihr aber das schönste Fach der Medizin machen wollt, dann seid ihr bei uns richtig. Und ich glaube schon, dass wir im Haunerschen Kinderspital diesen Spirit auch verkörpern können. Wir haben durchaus kluge, intelligente, engagierte, enthusiastische junge Kolleginnen und Kollegen, die gerne bei uns arbeiten wollen, eigentlich viel mehr, als wir einstellen können. Mhm. Und jetzt sind wir jetzt am Schluss dieser Health Lecture jetzt gekommen. Ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken, Herr Klein, für Ihren Vortrag, Ihre Antworten und auch am meisten für Ihren Einsatz für unsere Kinder. So,
Verehrtes Publikum, liebe Mitglieder der LEMU Community, wir haben wieder eine spannende Health Lecture erleben können. Wir haben wirklich wichtige Anregungen, einen diversen Vortrag wieder gehört. Und auch die Möglichkeit gehabt, eine herausragende, engagierte Mediziner kennenzulernen. Zum Schluss möchte ich mich bei den Teams von Zentrale Diversity Management der LMU, Kommunikation und Presse der LMU und bei der Media School Bayern bedanken. Und natürlich auch bei allen Mitgliedern und Beteiligten an unserer Diversity Month 2021 We Care at LMU. Und viele herzliche Danke auch an Sie, liebe Mitglieder der LMU, verehrtes Publikum, für Ihre Teilnahme und für Ihre Fragen. Es war uns wichtig, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu richten, denn die Gesundheit unserer Kinder liegt uns am Herzen. Denn, because we care at LMU. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles Gute. Und jetzt bleibt mir nur eins zu sagen. Dear LMU Community, take care.